So, bevor es uns in den Container kotzt, ne? Wir haben eine neue Verbindungsstufe, das ist ja geil. So. Ah, da wollen wir nochmal das Frachtmenü öffnen. Das spezielle Bier. Keramik. Keramik. Die kommen schon mal alle ein Lastenheber. Oder will denn noch? Haben wir noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht, ne? Alles klar. Perfekt. Dann wollen wir trotzdem mal eben. Da ist unser Töfter. Wollen wir trotzdem mal eben die Lasten automatisch verteilen lassen? Jo. Na, wollen wir mal. Also, sie sind doch beide dran, sonst hätten sie ja irgendwie noch eine Markierung, ne, oder? Alles klar, sind beide dran. Hier wird's kritisch, da müssen wir da drüben runter. Ja, das ist ziemlich reißend hier. Ja, aber geil, da sind wir doch mal richtig gut Skateboard, wollte ich schon sagen, Hoverboard gefahren. Und haben uns auch richtig gut aufs Ei gelegt. So, können wir dich nutzen? Nee, können wir nicht. Da müssen wir also echt alles umladen, ja? Okay. Schweber lösen. Schweber auf den Rücken. Also auf den Rücken. Dann Gewichtsverteilung automatisch kalibrieren lassen, bitte. Okay, wird angenommen. Gut, wo müssen wir hin? Ja, du hast es immer noch drauf, genau. Volle Kanone. Guck, hier sind Füße von uns. Sind hier geblieben, die Füße. Müssen wir hier echt schon wieder so ein Bunnyhop machen? Da unten wären wir am besten längs gefahren. Na egal. Dabei ist es der Langstrecken-3-Wheeler. Oh, der hat aber gut im Regen gestanden, wie es ausschaut. So, jetzt haben wir hier einen privaten Schutzraum. Den können wir aber nicht nutzen. Ich bin ja bei Musik hören. Da ist ein Untersteller und ich glaube, da drüben müssen wir hin, ne? Ja, alles. Und noch viel mehr. Da ist eine Brücke, okay. Na, Alter. So.
jetzt. Müssen wir echt über den Strand fahren, ne, damit wir auf die Brücke kommen. Okay. Ha, über den Riesenstein sind wir gestolpert. Ui, naja dann. Kommt schon mal vor. Was ist das? Wetterstation, ja, tut mir leid. Moment, keine Zeit für Scheiße. Warte mal, ich muss die Kamera mal wieder einigermaßen vernünftig hinstellen. Es ist schade, dass es da keine, kein Shortcut gibt, dass man die Kamera direkt hinter einen zentriert, weißt du? Ich hoffe mal nicht, dass uns jemand zusieht. Klappt doch alles. Was willst denn du? So. Ja, mit dem Ding muss man sich wirklich manchmal so ein bisschen durchbacken, ne? So, haben wir das. Die angeforderte Fracht wird geliefert. Du hast es also geschafft. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Trotz der Tortur. 6% Schaden. Ah, hätten wir vorher vielleicht nochmal drüber springen können. Ein oder mehrere Bots haben ihre Lieferung abgeschossen und sind wieder verfügbar. Schön. Einlagern. Im Moment sind sogar noch einige Dinge hier vorrätig. Spezielle Legierungen sind sehr wenig. Na, bei chiralen Kristallen könnten sogar wir weiterhelfen. Kinder, ich würde sagen, wir gucken mal, was noch so alles auf uns zukommt. Von wegen irgendwelchen Zwischensequenzen und machen dann Feierabend. So, das war quasi kurz nach 10 Feierabend machen. Denn ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt noch so 1-2 Zwischensequenzen bekommen, wenn wir pennen gehen. Vielleicht reden wir nochmal mit Fragile und so, wisst ihr? Also, pass auf dich auf. Jo, Mama. Gute Arbeit. Puh, aber... Weitere Informationen erhältst du an einem Liefer... Ich würde sagen, wir liefern auch direkt ein paar Sachen. Guck mal, hier, einen Bot können wir wieder losschicken. Von den Alten, ist immer gut. Außerdem dürfte das sehr schnell gehen, weil wir gerade hier sind. Also ich meine, ja, Wetterstation wäre zwar auch gut, aber in den alten. Auswählen und dann schicken wir mal den Bot. Mal schauen, was jetzt wieder geht. Die sind lustig. Die sind einfach immer wieder geil, die Viecher. Das ist echt cool. So, ich wollte eigentlich in den privaten Spind. Obwohl, sowas könnten wir hier auch in den Gesamtgemeinschaftsspind schmeißen. Egal, also Einlastenschweber hauen wir mal eben in den privaten Spind. Warte mal. Den wählen wir mal ein paar mehr aus. Keramik. Da müsste eigentlich noch mehr sein. Und dich hier. Möchte ich gerne alles in den privaten Spind lagern, danke. Okay, cool.
Ja, bin ich mit einverstanden. Haben wir hier im Verteilerzentrum einen Lastenschieber zur Verfügung, den wir einfach aus dem Spind nehmen können? Was ist mit der Garage? Was haben wir da alles drin? Im Moment nur den Three-Wheeler. Und dann haben wir noch Online-Three-Wheeler. Cool. Das ist echt geil. So, privaten Raum ausruhen. Je nachdem, was alles kommt, machen wir dann da Feierabend. Three-Wheeler repariert, Bibi beruhigt, Sims Munitionsvorräte sind aufgestockt. Duscht sich niemand hier bei uns? Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Und da muss ich nochmal. Mails. Mit Timefall Porter. Entspann dich etwas mit Timefall Porter. So, wir könnten die rufen, sagt sie. Hier hat sich nichts getan. Auf dem Tisch ist auch nichts Neues dabei gekommen. Wir scheinen noch keine neuen Figuren zu haben. Ich schau mal eben. Ach, ich wollte gerade in die E-Mails reinschauen, aber das müssen wir, glaube ich, anders machen. Und zwar dahin. Sam, wie immer, vielen Dank. Ich habe dir ein paar Dosen Timefall Porter zukommen lassen. Dem schnellsten Boten gebührt das am schnellsten gebraute Bier der Welt. Ich hoffe, damit kannst du etwas abschalten. Ah, cool. Es sollte in deinem Raum auf dich warten. Guten Durst. Klar, echt? Na, sehr geil. Das beste Bier, was du je trinken. Die Wetterstation kann jetzt mehr, weißt du, streng genommen, gehört im Kern, blablabla, medizinisches Personal. Gesamtübersicht, bla bla. Jede Wolkenbewegung erfasst und alle Winddrehungen maßen. Mit so vielen Daten war es ein leichtes Vorhersagen zu treffen, aber bei uns liegen die Dinge anders. Wir haben keine Gesamtübersicht von oben. Cupid-Netzwerklage deutlich verbessert. Wir können nun Daten von überall her zusammentragen. Aber das ist doch das, was er uns eben erzählt hat. Der Alte. Aha. Wie ich sehe, sind alle Lieferbots wieder unterwegs. Das bedeutet wohl, dass die Straßen da draußen besser werden. Früher gab es überall Highways und Nebenstraßen. Auf einem davon, der Route 66. Manche nannten sie auch Mother Road oder Mother Road. Fuhren die Leute bis ganz nach Westen und jagten ihren Träumen nach. Mit den Straßen erneuert man auch den Traum. Was so? Der alte amerikanische Klassiker, der Glaube daran, dass jeder Erfolg und Wohlstand erreichen kann? Ich mag für eure UCA, euren Plan, das Land wieder aufzubauen, nicht viel übrig haben. Aber wenn ihr das wirklich hinkriegt, erhebe ich auf jeden Fall das Glas auf euch. Ah. Das ist gut von dem zu hören. Ich freue mich darüber. Gut, der Alte hat uns nichts mehr weiter zu sagen. Ne. Dann können wir hier raus. Krass, Daten ja gut. Interviews und Tipps. Wetterbericht, Brückenlink-Bildschirm, ja, okay. Da muss ich mich auch nochmal mit befassen, das mache ich dann aber offscreen. So, dann haben wir hier drüben keine neuen Daten, alles klar. Ah, wir haben ein Like von Thomas Sutherland erhalten. Sehr schön. Wo ist denn unser Bier? Da ist ja Bier, anstatt dieses fucking Monsterzeug. Alles klar, Mann, wir zischen uns eins. Geil! Timefall Porter. Lass es dir schmecken. Ja, 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 der durstige Mann, ne? Aha. Wir können also noch eins zischen. Genauso wie beim Monster. Aber wir haben wenigstens dieses blöde Monster nicht mehr hier stehen. Das ist doch geil. Voll cool.
So, ihr Lieben, ich würde sagen, meine Herren, Feierabend. Wir haben heute eine Menge transportiert. Wir sind echt weit herumgekommen. Wir haben einige lustige Sachen erlebt, wie Hoverboard auf die Fresse fallen, fahren und so. Naja, also, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Dieter, wunderschönen Abend noch. Auch allen anderen noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß und ja, was soll ich sagen? Gesundheit am besten, ne? In diesem Sinne, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf, gehabt euch wohl, ich bin raus, euer John und tschüss. Schlaf gut, Dieter!